Guten Morgen, meine Lieben, wir sind mal wieder auf der Baustelle und machen heute weiter. Wir haben ja gestern hier, habe ich gestrichen gestern und da muss ich jetzt noch einmal nachstreichen. Ich weiß, das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Aber doch da seht ihr so ein bisschen, ne? Da ist einfach hier nur ein paar Stellen. Die müssen noch mal gestrichen werden. Hier unten sieht es schon relativ gut aus, auch hier muss noch mal. So, da zum Beispiel ist eine Stelle, die nochmal nachgestrichen werden muss. Die Seiten sehen gut aus. Außer da unten muss ich mit dem Pinsel nochmal arbeiten. Ja, und da auch nochmal zwei Ecken. Und da auch noch die Seite. Genau, dann sieht das hier gut aus. Und dann wollen wir mal schauen, wie sehen die Balken aus, Schatz? Schauen wir mal, wie die Balken aussehen. Ja, sieht doch gut aus. So, einmal sind hier das Geschliffene, hier das Angestrichene. So. Sind auch nicht mehr so rau, sind jetzt schön, schön glatt. Oh, hier ist aber gekleckert, Schatz, ne? Das sieht nicht schön aus. Oh. So von oben gekleckert. Ja, stimmt, leider. War nicht gesehen. Ja, mein Gott. So, genau. Also das macht Felix jetzt noch zu Ende, ne, oder? Ja. Und ich werde hier nochmal streichen. Hier habe ich ja noch nicht. Und hier muss ich nochmal nachspachteln, weil hier sind auch so kleine Riefen, wie ihr seht. Ja, und hier unten. Achso, ja, das da. Hallo, meine Lieben. Wir haben meinen nächsten Tag und ich nehme euch heute mal wieder mit. Das fokussiert gerade gar nicht. So, jetzt geht auch hier gerade die Treppe hoch. Und jetzt wollte ich euch kurz einmal das Babyzimmer zeigen, weil das ist fertig geworden gestern. Nämlich, ihr seht, glaube ich, der Felix hat Laminat gelegt. Seid gespannt. Oh, tada! Wir haben hier Laminat. Ist das nicht unglaublich schön? Oh mein Gott, Leute! Genau, wir haben hier auch die Balken dunkel gestrichen. So sieht das jetzt aus. Immer alle Balken hier. Schön dunkel. Und ja, wir haben Laminat. Das ist ein richtig schöner Laminat geworden. Richtig gut aus. Ja, erster Raum fertig. Und hier steht auch schon die Türe. Die ist noch auseinandergebaut. Das ist die Zarge von der Tür. So, und hier ist unser Problemzimmer. Kann man das Licht anmachen? Denn hier hinten habe ich ja weiß gestrichen und hier kommen jetzt schon wieder die Fugen raus. Wie ihr, glaube ich, seht hier. Seht ihr das? Genau, hier ist er gerissen, weil die Regelsplatte ist zu locker. Die müssen wir besser festschrauben. Und das mache ich jetzt. Und werde nochmal neu spachteln und alles, wo hier gerissen ist. Das ist zum Beispiel hier auch ganz doll. Hier ist er auch gerissen. Einmal alles neu machen. Das hier ist neu gestrichen, das sieht gut aus. Da oben habe ich heute Morgen gestrichen noch. Um 9 Uhr habe ich hier gestrichen. Das sieht auch perfekt aus, da brauchen wir nicht nochmal lang. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, wie ihr seht. Keine Flecken mehr. Habe ich heute Morgen, wie gesagt, noch gemacht. Hier habe ich auch noch ein bisschen gestrichen. Das sieht auch sehr gut aus, außer da oben die Ecken noch. Es ist so weiß, dass er es gar nicht fokussieren kann. Genau, jetzt muss ich da oben noch die Ecke. Das habe ich heute Morgen nicht mehr geschafft. Und dann sind wir hier erstmal so in diesem vorderen Bereich fertig. Felix hat hier jetzt gestern noch die Balken gemalt. Nur jetzt ist die Farbe leer. Die muss ich erstmal neue holen. Genau. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal hier das Problemkindchen weitermachen. So, ich habe jetzt alles rausgeholt, einmal neu geschraubt. Die hier, glaube ich, hier sind die Schrauben. Und direkt einmal neu gespachtelt. Das muss jetzt erstmal trocknen, dann müssen wir nochmal spachteln. Und dann können wir wieder weiß malen. Hallo, meine Lieben, ich bin wieder auf die Baustelle. Und ich habe jetzt hier gerade schon nochmal gespachtelt, das zweite Mal. Und genau, davor bin ich natürlich geschliffen. Jetzt habe ich es nochmal gespachtelt. Und wenn das jetzt trocken ist, dann können wir das nochmal schleifen und dann können wir schon wieder malen. Das sieht nämlich schon sehr, sehr gut aus. Und genau, dann ist es auch schon fertig endlich wieder. Haben wir das Problem hier im Schlafzimmer endlich gelöst. Ja, sonst sieht das hier überall sehr, sehr gut aus. Ich kann es ja mal zeigen. Also die Decken sind schön weiß. Hier, wo ich gestern noch gestrichen habe, ist auch schon richtig schön. Und dort oben müssen wir natürlich noch, also diese Ecke hier müssen wir auf jeden Fall nochmal nachstreichen. Genau, und hier ist eben da
das Problemkind, sage ich mal. Ja, Felix hat noch neue Farbe gekauft gestern. Hier. Genau, das ist eben die Farbe, die wir für die Balken benutzen. Und auch noch einen neuen Pinsel, den haben die Hunde sich schon gegriffen, deswegen ist er schon so auseinandergefranst. Genau, aber hat er sich einmal nochmal einen neuen Pinsel, weil er den anderen nicht eingepackt hat, sondern ja, hart werden lassen haben. Ich versuche den jetzt mal aufzukriegen, weil dann kann ich ja schon mal die restlichen Balken hier streichen. Er hat ja nur dieses Stück hier geschafft, aber hier oben muss ja alles noch komplett einmal gestrichen werden. Aber jetzt werde ich erstmal hier oben nochmal weiß malen. Ja, das habe ich mir so mal vorgenommen, das Stückchen weiß zu malen. Und hier einmal die Kanten nochmal weiß zu malen. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Oder doch, da oben sieht man so ein bisschen. Also die Kanten müssen auf jeden Fall nochmal weiß gestrichen werden. Aber sonst sieht das hier schon sehr, sehr gut aus. Kinderzimmer habe ich gestern auch noch was gemacht. Können wir mal ganz langsam reingehen. Tada da. Überall Fußspuren. Genau, ich habe hier das nochmal weiß gemacht, was ich hier nochmal geschliffen habe. Und das habe ich jetzt gestern nochmal weiß gestrichen. Ist auch schon fertig. Genau. Hier fehlen noch die zwei kleinen Ecken. Aber sonst sieht das alles sehr, sehr gut aus. Wir haben hier auch schon erste Bewohner. Irgendwo ruckt hier so ein Brummer. Seht ihr den? Ekelhaft. So, meine Lieben, ich bin fertig für heute. Die Kleine hat mich tatsächlich ein bisschen arbeiten lassen. Die ist immer noch nicht wach. Und ja, ich habe jetzt ganz schön viel noch geschafft. Ich habe nämlich noch die Balken hier gestrichen, wie ihr seht. Hier das Stück und das da alles. Genau, das gespachtelt ist auch schon fast fertig. Und das kann jetzt heute Abend geschliffen werden. Und dann kann ich hier auch schon malen. Ist nämlich schon fast trocken. Genau, hier habe ich eben die Balken gemalt. Noch nicht alles, weil wir hier oben natürlich erst abkleben müssen. Und dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich möchte jetzt schnell runter zur Kleinen. Und genau, das haben wir noch gemacht. Dann habe ich hier noch überall ein bisschen die Ecken weiß gemalt. Da noch ein bisschen weiß gemalt. Da über dem Balken noch weiß gemalt. Und hier oben eben das Stück weiß gestrichen. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen. Also, wir sind gerade im Schlafzimmer, wie ihr, glaube ich, seht. Und ihr seht, tada! Wir haben hier schon fast zur Hälfte Laminat. Weil der Herr ist fleißig. Genau, er hat hier gestern gemacht und heute hat er auch schon hier vorne ein Stückchen gemacht. Ich mache jetzt gerade hier Acryl. Da und da. Das muss jetzt kurz einmal noch versäubern. Und hier legt der Herr Laminat. Genau, so sieht es also schon aus. Schon richtig, richtig gut. Ich habe jetzt hier gerade noch ein paar Stellen weiß gemalt, die übrig geblieben sind. Und wir haben heute ein Ziel, und zwar dieses Bett aufzubauen. Ja, im Kinderzimmer habe ich euch ja auch schon, glaube ich, alles gezeigt. Da steht jetzt auch schon das erste Möbelstück drin. Einfach so eine Babywiege, die wir hier oben hatten, haben wir gestern reingetan, weil die Kleine da kurz drin lag. Genau. Hier liegt also auch schon Laminat. Richtig schick. Ist ja genau der gleiche wie drüben. So, und ich wollte jetzt einmal neues Acryl. Zack. Schatz, das musst du mir einmal fertig machen. Und ich brauche meinen Pinsel. Tschu, tschu, tschu. Machen wir die einmal hier raus. Den brauche ich und den letzten Eimer brauche ich auch. Jetzt werden wieder alle fragen, woher du das denn kannst. Schatz, woher kannst du das? Der Chef hat mir das beigebracht hier. Ja, also mein Papa zeigt ihm alles und dann macht er das selber. Das sieht ja ganz gut aus. Ne? Ja, es sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass ich das zweite Mal jetzt mache, mein Ding.
meine Lieben, der Fußboden liegt und wir sind schon am Bett aufbauen. Tada! Das ist unser Boxspringbett. So sieht es aus. Richtig schön. Das passt richtig gut zur blauen Wand, finde ich. Habe ich sehr gut ausgesucht. Hier ist der Rest. Und genau, jetzt tüfteln wir ein bisschen hier. Bauen hier gerade die Füße ran. Mal sehen, mal sehen.